So, eingeladen hast du? Ja. Sehr gut. Der Sprung in der Schüssel. Ey, das ist deine perfekte Mission für dich. Ja, ich weiß, wenn ich zu lange auf dem Klo sitze, dann... Alter, das meine ich nicht. Ja. Wie gesagt, sagt wieder Bescheid, wenn ich starten will. Von meiner Seite aus können wir. Ja. Ach, die Mission ist das, wo du den LKW da oben runternehmen musst, rausnehmen musst. Wie gesagt, wir können ja nachher auch noch mal ein paar andere Sachen ausprobieren als Mission. Hä? Wir sind immer noch im Apartment. Wieso war ich gerade im Kef drin? Das ist normalerweise das andersrum. Wir sind in meiner Wohnung, aber warum? Ja. Hier Apartment einen verlassen. Er hat zumindest geantwortet. Wo? Facebook. So. Wir vermissen nämlich noch unser viertes Teammitglied. Jetzt sind wir in meinem Auto. Tschüss. Ich fahre zu Baby. Heute ist ja Valentinstag. Ich fahre mit Baby schön zu einem einsamen Ort. So rum. Also wenn die Folge rauskommt, haben wir glaube ich irgendwie Mitte März oder so. Ne, wohl so gar nicht wahr. Ende Februar. Ich habe zwar viel vorbereitet, aber so viel bin ich bei GTA auch nicht mehr. So, warte mal. Hast du eigentlich meine Antwort auf deinen Tipp mit Williams wegen dem Sponsor gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe nur eben die Antwort gesehen, die du da bei dem Text, wo ich gesagt, mit dem ich da geschrieben hatte, beziehungsweise bei der Aussage da wegen Fake-Profilen bei Facebook. Weil Facebook löscht ja sehr ungern Fake-Profile, die löschen ja nur, wenn es um Nippel oder Politik geht. Selbst der Politik sind sie tatsächlich nicht wirklich hinterher. Das ist eigentlich mehr oder weniger, die wollen ja, aber irgendwie dann doch nicht. Bei Nippeln sind sie aber ganz, ganz schnell. Das finde ich immer ziemlich krass. Ja gut, aber Fake-Profil, die bringen Daten, die bringen Geld, ne? Und klar. Es gibt genug wieder. Fläche. Also es gab ja jetzt wieder diese komische E-Mail-Adressen-Hack-Aktion und alles drum und dran, die sie gesucht haben. Da kannst du nachgucken, ob du deine gehackt hast. Und tatsächlich meine Haupt-E-Mail-Adresse, die ist tatsächlich gehackt worden. Also die war mit unter diesen Daten. Aber ich habe dann noch relativ schnell mein Papa mich überall abgemeldet, mein Passwort geändert und sollte jetzt eigentlich wieder ganz gut sein. Das ist schon ziemlich krass. Gut, über die E-Mail-Adresse, die sie drin hatten, da läuft nicht mehr so viel drüber. Ich habe mittlerweile eine andere, die ist nicht betroffen. Gut, jetzt müssen wir erstmal die Typen da wegschießen, dann müssen wir den Anhänger weg da rausziehen, ne? Mhm. Ich fahr jetzt mal damit rein. So, Tür ist offen. So, da irgendwo rechts müsste noch einer stehen. Ansonsten glaube ich am LKW ist... Ne, ist nicht noch, nicht frei. Jetzt ist am LKW frei. Rechts von euch stehen noch welche. Ja, ich weiß, ich sehe es, aber ich sehe nicht wo. Da! Ja, hier steht nicht nur einer noch irgendwo, das ist klar. Das ist der hier, den wir stehen müssen? Ja, ne? Der LKW, der da steht, ja. Ich setz mich hinter dich. Weil du wahrscheinlich ein paar Gegner... Oder wir ein paar Gegner kriegen werden. Gut, dass ich mich damit auskenne, wenn es mal eng wird.
Oh, ernsthaft? Oh, 6,5 Kilometer. Ach, die Mission, ja, die Mission, die haben wir schon. Ewig nicht mehr gespielt. Ich hätte eher Angst, dass mit der LKW hier umkippt bei diesen Scheißkurven hier. Ja, das gibt da, glaube ich, auch einen kleinen Schleichweg irgendwo. Aber wie gesagt, wie du, ich kenne ihn jetzt nicht mehr auswendig. Ich habe die Mission vor, boah, ich schon ewig nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, die geht aber hier, ja, wohl da. Hier wurde jetzt wurde gerade ausgefahren, ich wäre jetzt rechts hochgegangen. Aber alles gut. Fahr den regulären Weg. Wir haben doch kein Zeitlimit, also. Nö, alles gut. Ich habe ja auch keinen, ganz gesagt. Ui. Sorry, die Kurve war ein bisschen weiter als gedacht. Du meinst enger als gedacht. Und weiter gewesen wäre es geschafft. Ja. Upsi, der ist freiwillig mir vor das Auto gesprungen. Gut, dass ich darin trainiert bin, Motorräder mit dem Auto zu treffen. So, da fahren wir mal die Mutter, den LKW wieder hinterher. Den kriegen wir relativ schnell. Aber meistens ist das sehr sicherer, von der Straße ein bisschen abzufahren. Weil du dann weniger Feinde hast, als wenn du auf dem regulären Weg fährst. Ich kann nur eins fahren oder schießen. Das Fahren klappt nicht immer so ganz. Sehe ich gerade. Hä? Das war Absicht. Nicht immer so klappt. Das war Absicht jetzt. Hat gerade ein bisschen was von Fast and Furious mit dem LKW. Ah, aber da dazu fehlen nicht fehlen aber die passenden Autos manchmal. Leider. Die kannst du nur auf dem PC kannst du so reinmodden. Ich habe schon diverse Fast and Furious GTA-Mods gesehen. Wo sie die Originalautos reingesetzt haben und so. Wo sie da bestimmte Szenen gedreht haben und so. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich habe mir letztens ein Video angesehen, wo ich mir wieder dachte, ich vermisse das Schadensmodell von GTA 4. Das war echt das Beste. Das bei Autos. Wie das da die Autos zerdrückt und eingedrückt hat, wenn du irgendwo gegen gefahren bist. Ja, klappt bei GTA manchmal auch. Aber wie gesagt, am PC sieht es immer noch in der Ecke krasser aus. Du kannst am PC noch kannst auch sehr viel machen. Ich weiß zum Beispiel Roleplay. Na, das wäre halt cool, wenn sie in GTA sowas machen würden, wie sie da zum Beispiel Vice City ging das ja. Wo du dann Polizeimission machen kannst, Feuerwehrmission, Krankenwagenmission und sowas. Ach, da ist das okay. Oder die Taximission.
Boah, ja, wenn du da alles schaffst, kriegst du so ein springendes Taxi. Ja, ich hab tatsächlich alle Missionen bei allen Dingern durch. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Also hast du auch gerne Eismann gespielt. Ja, Eismann habe ich auch gemacht, ja. Aber nicht alle, aber glaube ich nicht alle, aber viele, ja. Genau. Wobei ich Vice City nicht auf 100% durch habe. Ich habe mich da völlig verarscht gefühlt bei der letzten Mission. Nee, die letzte nicht, aber ich habe, glaube ich, bis die Bank habe ich noch, glaube ich, die erste und zwei gemacht und dann habe ich, glaube ich, abgebrochen. Dann war es das aber auch. Aber den größten Teil habe ich gemacht und geht ja in Vice City. Da setzen sie dem Partner zu und was macht der? Versteckt sich unter der Treppe. Ja. Ja, ich kenne die Mission, wo du da die Bank ausrauben musst und sowas. Nee, wo hier die dir das Geld klauen ganz zuletzt. Ich glaube, dieser Diaz hat, also die betrogen hat. Diaz war doch der mit der Villa, wo du das zweite Viertel oder dritte Viertel freigekriegt. Das war relativ einfach. Die habe ich relativ einfach durch. Ich habe zwar das zweite dreimal ansetzen müssen, aber ich habe die dann relativ easy durchgekriegt. Wobei ich habe GTA Vice City damals als Kind gespielt, da habe ich die immer machen lassen vom Kumpel von mir. Der hat mir die damals. Die bei GTA Vice City die Mission, bis du die alle die Dinges frei hattest. Bis du die ganzen Städte frei hattest. Ach das, ja. Und dann im Let's Play habe ich es ja dann komplett durchgezogen. Nicht alle, aber wie gesagt, San Andreas habe ich auch, glaube ich, alle Viertel frei. So. Ja, das waren noch Zeiten, die ganzen alten GTA-Teile und alles drum und dran. Gut, das werden wir dann über GTA 5 dann auch immer so, weißt du noch, GTA 5. Wenn dann irgendwann mal da der sechste Teil kommt. Na, erstmal kommt ja nochmal GTA 5. Ja, was heißt, komm nochmal. Es wird einfach für die PS5 nochmal dazugepackt. Aber wenn ich ehrlich bin, das Spiel ist jetzt seit 2013 draußen. Ich hab's auf der 3 gespielt, ich hab's jetzt auf der PlayStation 4, ich hab's auf dem PC und das, wenn ich mir die PS5 jetzt kaufen würde, unabhängig jetzt von der Lieferung, würde ich mir eine GTA 50 nochmal auf der PS5 kaufen. Weil wenn ich ehrlich bin, ist mir das... Es macht zwar Laune, aber dann irgendwann ist es einfach ausgelutscht. Meiner Meinung nach. Da warte ich eher auf den neueren Teil oder zack die alten Teile. Ich bin eher so tatsächlich jemand, der gerne mal so mit diesen Retro-Spiele zockt. So aus der Kindheit und alles drum und dran. Ich weiß auch, die ganzen alten Need for Speed-Teile bis Carbon. War auch cool. Ich hatte mir mal Max Payne gekauft, den ersten Teil, der ist geil. Ich hab doch die Sprungschanze getroffen. Max Payne habe ich nie gespielt, tatsächlich. Das ist eine sehr geile Story, kann ich nur empfehlen. Muss man mal gucken. Momentan hänge ich ja bei Assassin's Creed drin. Syndicate hänge ich momentan drin. Das Story. Mal gucken. Dann kommt ja dann irgendwann, wollen wir uns Ende des Monats, wollen wir uns ja Valhalla kaufen. Kostet momentan auch nur 45 Euro bei Amazon. Ja, momentan passt das aber voll herum. Das Valhalla. Wie gesagt, mal gucken. Wir werden es dann holen und dann gucken wir mal, bis ich das Syndicate durch habe. Wo das Syndicate, glaube ich, nicht so eine ewig lange Story hat. Ich habe die bei meinem anderen Let's Player gesehen, der hat, glaube ich, an die 50 Folgen. Ich glaube, ich müsste jetzt... 10 habe ich definitiv aufgenommen. Ich weiß noch nicht, wie weit jetzt... Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, ich weiß nicht, wie weit ich da bin.